Wenn die Rauchmelder angehen, immer hier zuerst gucken. Ich habe großes Vertrauen in Michi, dass er das auch allein hinkriegen wird. Ja, das baumelt aber noch ganz schön rum hier. Ah, shit. Müssen wir umbauen. Oh je, kaputt. Das wird knapp. So, jetzt wird's richtig spannend, weil jetzt kommt nämlich das Ding an die Wand. Oh je. Das wird so nix. Sorry. Servus Dominik! Hi, servus! Du hast es also tatsächlich geschafft. Hallo! Wir waren ja gestern bei Dominik und haben schon mal alles eingeladen und dann gucken wir mal, wie das Gesamtkonzept aufgeht bei uns. Ne? Ich bin gespannt. Basti, du weißt ja, ich habe Rücken. Also darfst du heute, hast du die Ehre, mit dem Dominik auszuladen. Das ist der Grund, warum ich heute auch hier bin. Ja. Der einzige Grund, weil ich habe keinen Bock, schon wieder zu schleppen. Ich bleib heute hinter der Kamera. So, los geht's! Auf geht's! Jawohl! Michi, kannst du das überhaupt, kannst du das verantworten, den armen Basti jetzt alles allein machen zu lassen? Wieso, das ist ein junger, gut durchtrainierter junger Mann. Junge Männer zum Mitfahren gesucht. FBI, open up! Hallo. Gott, nichts passiert. So, Michi kann. Ich helfe, wo ich kann, ne? Oh, da sind doch Millimeter. Mann, die Tür jetzt funktioniert. Komm da nicht rein, du Witzbold, wie soll ich denn hier durchkommen? Ich möchte mich auch nicht draufsetzen, am Ende kracht das Ding. Der hält schon. Okay, es kann losgehen. So geht es. Oh, was ist passiert? Oh nein! Ich bin fasziniert, wie perfekt der da reinpasst. Guck mal, sogar die Aussparung hat er extra so gemacht, dass es da durchpasst. Sie ist alles geplant. Und lass den ja nicht fallen, ich sag's euch. Komm, Basti. Ah. Komm, ich helf auch. Ja. Ich helfe mal. Drin! Geh mal! Gut, dass wir so schlank sind. Der Michi, selbstlos wie immer. Oh, Vorsicht! So, da kommen jetzt noch die Wandpaneele, die wir dann nachher da an die Wand dübeln werden. Vielleicht genau. Nochmal ganz kurz, damit die Leute kapieren, was wir hier machen. Also hier sind quasi Kabelkanäle. Genau. Die, an diese schönen Kästen kommen dann nachher diese weißen Wandpaneelen, die werden dann indirekt hinten beleuchtet und daran kommen dann unser PC, ja, der da drüben steht, der Monitor. Ja. Genau, die werden mittig jetzt verbaut, dass wir hier so ein bisschen direkt hinter den großen Gaming-Schreibtisch ein bisschen schön die weiße Wand haben mit Beleuchtung und den Monitor und alles an die Wand, also an die Paneele schrauben können. Ob es dann auch so wird, ist eine andere Sache. Ich kann ja gerade nicht helfen, deswegen baue ich jetzt hier noch den PC fertig. Also es fehlen ja hier noch die beleuchteten Kabel für die Grafikkarte und wir wollten die Grafikkarte auch nur um 90 Grad drehen. Dazu haben wir diese Riser Card. Das sind so die zwei Schritte, die noch nötig sind und dann kann er direkt in die Wand. So, während der eine schraubt und der andere bastelt, bastelt der hier auch. Der Basti, der Bastelbasti, der packt nämlich hier unseren Gaming-Stuhl aus, richtig? Korrekt. Backforce One Plus in der neuen Black Edition. Komplett aus Stoff diesmal, also seht ihr hier schon, normal sind die Seitenwangen aus Kunstleder. Bei der Variante jetzt eben alles komplett aus Stoff. Wir haben ja auch schon eine Werksführung gemacht, wer es noch nicht gesehen hat, findet ihr hier oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ist richtig cool geworden meiner Meinung nach und vor allem auch mal so die Eindrücke zu sehen oder halt zu bekommen, eigentlich wie so ein Stuhl hergestellt wird, also Paneelen. Oh, jetzt wird es interessant. Hier sieht man schon auch das Muster. Das wird dann später beleuchtet. Du hast ja auch so ein intelligentes Klammer-Stecksystem da hinten gebaut, richtig? Genau, das macht man in der Werkstatt gern. Das ist das French Cleat-System, nennt sich das. Das heißt, man macht hier einfach die Bretter mit 45 Grad Winkel und dann fassen die ineinander. So werden die Regale später auch aufgehängt. Und man sieht schon, boah, das ist schon ganz geil. Jetzt mal gucken, ob du im Werksvideo aufgepasst hast. Was hast du denn da in der Hand gerade? Das ist die Lordosestütze, also die Einstelle. Genau, quasi hier. Und damit könnt ihr dann einstellen, eben wie weit das nach vorne oder hinten rausragt. Da seht ihr eben auch mal quasi die praktische Aufbauhilfe, die der Karton ist. Also ihr könnt quasi einfach das Unterteil auf einem Innenteil des Kartons draufstellen, dann eben die Fußstütze anbringen und dann ganz einfach die Rückenlehne montieren. Also ist auch problemlos von einer Person zu machen. Hier sieht man jetzt ganz schön die Leiste, dass die so eine Schräge hat. Ich weiß nicht, wie gut man es einfangen kann. Und da wird einfach dann das Regal genau in die Leiste eingehangen. Da kommt noch eine zweite unten ran, genau das gleiche nochmal, dass es oben und unten eingehängt wird, dass es doch ein bisschen Stabilität hat. Und da sollte das dann halten. Michi ist mit seiner Grafikkarte fertig. Take a moment. Ach, das baumelt aber noch ganz schön rum hier. Sorry. Oh je, kaputt. Ist nur gesteckt. Schaut schlimmer aus als es ist, die muss man nur wieder reinstecken. Seht ihr, modulare Bauweise.
Kabelführung, meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Muss man jetzt beim Stuhl auch schon Kabelmanagement machen, oder was? Ganz schnell kann das passieren. Man braucht mal einen Hammer zum Dübel reinhauen. Man kann Hammer dabei haben und Schraubenzieher. Ein Akkuschrauber. Dann machen wir Hochzeit, oder? Regal und Wand. Immer. Praktische Bauweise, so schnell ist ein Regal dran. Das wird beleuchtet später. Auf der anderen Seite kommt es nochmal genau das gleiche. Da ist das Ding. Und wie sitzt es so? Eigentlich genauso wie mein Stuhl zu Hause. Komisch, ist auch genau der gleiche. So, ich schaue jetzt, wie der Rest gemacht wird. Du hilfst mal dem Michi. Ich habe großes Vertrauen in Michi, dass er das auch alleine hinkriegen wird. Fusion. Wenn nur PC bauen auch mal so einfach gehen würde. So, der Grundstock steht, die zwei Regale hängen, die Wände hängen, jetzt fehlt noch der PC. Der muss noch einen Meter höher hängen. So, jetzt hast du die Platten nochmal runtergerissen. Und genau. Jetzt wird es bunt. Genau, jetzt bin ich gerade am überlegen, wie man jetzt am besten die RGB-Klebestreifen-Dinger hier reinmacht. Kleiner Tipp vom LED-Profi, der ich inzwischen bin. bevor ihr hier groß rummacht, immer erstmal alle LED-Lichter durchschalten. Ich muss die Fernbedienung untersuchen, ob ihr wirklich auch Rot, Grün und Blau habt. Weil mir ist das beim ersten Projekt passiert, dass ich alles fertig angeschlossen habe und dann gemerkt, dass ein Pin der LEDs nicht richtig verbunden war und dann hat eine Farbe nicht geleuchtet. Also immer vorab testen, das ist immer besser. So, und jetzt kommt quasi die Beleuchtung für die ausgefrästen Leiterbahnen. Genau, weil hier sind ja dann auf den weißen Platten hier die Leiterbahnen zu sehen und da muss ich jetzt nur den blöden Klebestreifen abpopeln. Da wird jetzt das Band einfach hier so kreuz und quer hingeklebt, dass es dann von hinten beleuchtet. Das wird dann hier gleich durchgeführt, da habe ich natürlich ein Loch gebohrt und drüben weitergemacht. Das hat natürlich wochenlange Planung gebraucht, damit es dann zum Schluss auch so gut passt. Hier sind übrigens extra die Holzplatten, weil der Computer doch relativ schwer ist und jetzt können wir quasi, wenn wir den festschrauben, durch die erste weiße Holzpaneele durchschrauben mit einer langen Schraube und hier auch noch reingehen, dass der auch wirklich fest an der Wand ist. Also so war der Gedanke. Ob er dann zum Schluss auch fest ist, das sehen wir dann noch. So, während der Basti hier Kabelmanagement im Kleinen macht, macht der Dominik Kabelmanagement im Großen. Das heißt, wir haben hier schön Mehrverstecker, die nachher in der Wand sind, die nachher keiner mehr sieht. Und dann können wir nämlich, wenn hier der Computer hängt und die zwei Monitore, können wir schön alle Stromkabel hier runterführen und hier unten einstecken. Also zusammen, dass das auch hinter der Wand schön ist. Wir sind ja Profis. Wenn die Rauchmelder angeht, immer hier zuerst gucken, ob es brennt. Nee, alles gut. So, wir haben jetzt probeweise mal alles zusammengesteckt und die Wandpaneele schon mal probeweise hingeschraubt. Und so sieht es am Ende aus. Geil, oder? Leuchtet alles. Hier die schicken Leiterbahnen leuchten. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass da in der Mitte nachher noch dieser PC hier sitzt, wenn Basti irgendwann mal fertig wird. Basti, mach hinne. 3 Jahre später. Eine Ewigkeit später. So. So, hey, was hast du vor? Jetzt? Mach doch nicht hier die Wand wieder kaputt. Großer Bohrer, großes Loch. Weil wir müssen ja vom Computer zum Monitor die Kabel hier irgendwie durchführen. Und das habe ich vorab nicht gebohrt, weil wir mal gucken wollten, wo das genau hängt. Jetzt haben wir es ungefähr ausgemessen. Jetzt machen wir mal ein richtig schönes großes Loch hier. So, das Problem ist jetzt hier, also wir werden am Schluss eben dieses Wandpaneel eben vorne anbringen. Und das ist halt zumindest teilweise verschraubt, das heißt, wir können es nicht mehr so einfach abnehmen. Dementsprechend müssen wir jetzt halt eben bedenken, dass wir wirklich alle Kabel, die wir später mal brauchen, hier jetzt eben auch durchführen. Also ihr seht jetzt hier quasi eben schon, hier kommt dann eben der große fette Curve-Monitor raus. Hier unten haben wir dann dementsprechend noch USB-Anschlüsse für den USB-Hub, der unten im Tisch integriert, das Audiokabel. Genau, das muss jetzt eben quasi alles hier hinter der Wand durchgeführt werden, dass es dann auch am Schluss alles schön verschwindet. Dominik setzt nämlich jetzt hier noch den Kühlschrank in unsere Snackbar ein und ich hoffe mal, dass er passt. Passt der da? Achtung! Ah, shit! Müssen wir umbauen. Nein! Oder weiter reinschieben. Oder weiter reinschieben. Ah! Ah! Passt doch! Passt, okay. Sehr schön. Michi, wo ist die Klörre? Hab ich schon weggesoffen. So, Basti, was fingerst du denn jetzt da rum? Ich versuche ein Kabel da rauszukriegen. Was sind denn, wir sind doch genug Kabel jetzt schon da drin, oder? Was geht jetzt noch? Noch ein USB 3.0 Kabel.
Die Finger sind zu kurz. Oder das Loch zu klein. Jetzt müssen wir nur noch das ganze Kabelgewirr durch die Wandpaneele durch. Ja, einmal oben, ja. Und Fusion. So, nächster Schritt. Wir die ganzen Kabel sind jetzt schon mal durch. Hier, jetzt wird noch die Weserhalterung für den PC hier montiert. Die ist immerhin auf 25 Kilo ausgelegt, sollte dementsprechend reichen. Wir haben den PC schon gewogen, der war bei gut 22 Kilo. Das Gegenstück dazu haben wir schon am PC montiert und das wird dann am Schluss hier eingehängt. Hält der Akku noch? Ich hoffe. Er ist wirklich... noch ein Pünktchen. Das wird knapp. Das wird knapp. Jetzt kommt Michi zum Kontrollieren, ob das alles richtig gemacht wurde. Ich hänge mich mal kurz dran und dann... Nicht 125 Kilo. 25, nicht 125. So, jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt kommt nämlich das Ding an die Wand und oh je. Ich habe schon letztes Mal gesagt, ich bin mit der Kamera dabei, wenn euch das runterfällt. Ja. Macht keinen Mist mit dem Ding. Wo man hinfassen darf, hier ist es draußen. Habt ihr ihn? Jo. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen schief ist. Macht keinen Quatsch mit dem PC. Wer wollte unbedingt diesen Wand-PC haben? Also wir wären dran. Von mir? Ja, das wird so nichts. Die Schrauben sind einfach hinten Schrott. Ich prophezei mal, dass der heute Nacht dann runterplumpst. Nee, also halten, runterfallen kann er in dem Fall jetzt nicht, aber es sieht halt scheiße aus. Das Problem ist, dass sich da hinten die Schrauben, die kann man nicht fest anziehen und die bewegen sich einfach. Das ist tatsächlich einfach eine schlechte Verbindung hier. Scheiße. Stellen wir ihn kurz auf? Er hat denn da wieder so einen Schund gekauft. Ja, Leute, war wohl nichts mit der kleinen Mini-Halterung. Ja, die ist nicht so stabil, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen kommt jetzt hier das fette Teil zum Einsatz. Da hofft man, dass der PC dann etwas gerader hängt, als das heute noch der Fall war, weil ich glaube, so um 10 Grad. War ein bisschen wackelig, ich hatte kein gutes Gefühl. Am Ende kracht das Ding runter und dann sind ein paar tausend Euro futsch. Genau. Aber ich glaube, das machen wir morgen. Jetzt ist schon relativ spät, deswegen machen wir heute mal fertig und dann bauen wir morgen hier noch unser TV-Board hin. Das kommt dahin mit Fernseher. Wir stellen noch die Couch dahin mit Couchtisch, dann ist hier der ganze Müll mal weg. Und dann? Das heißt ihr Müll. Naja. Ja, und dann ist das ultimative Gaming-Zimmer fertig. Also morgen wieder einschalten.